Guten Abend. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich heute Abend unter euch sein darf als Missionar. Ich werde auch da noch ein bisschen was von Brasilien erzählen. Es geht uns ja heute um Gideon, wie Gott einen Menschen bewegt. Ja, lasst uns unsere Gebetsstunde mit Gebet beginnen. Herr, wir danken dir, dass wir so zusammen sein dürfen heute Abend und deinen Namen anrufen dürfen. Wir stützen uns immer wieder auf die Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Wir sind sogar viel mehr und wir wollen uns auch gegenseitig heute ermutigen, ermahnen, so wie es ein jeder braucht. Herr, danke für dein Wort, dass du uns durch deinen Heiligen Geist lebendig machst, damit wir es auch immer wieder auf unser Leben anwenden können. Schenkst du auch heute Abend, dass dein Wort nicht leer zurückkommt und wir danken dir dafür. Amen. Ja, unser Thema ist ganz einfach. Wir schauen uns die Geschichte von Gideon an. Das sind ja so einfache, illustrierte Geschichten im Alten Testament, die ja geistliche Wahrheiten für uns beinhalten. Was damals Israel oder auch Gideon physisch erlebt hat, viele Dinge erleben wir dann eben geistlich in unserer heutigen Zeit, in der Zeit der Gemeinde. Ich möchte einmal den Text lesen, das ist natürlich für euch viel zu klein, aber wer eine Bibel dabei hat oder das auf dem Handy verfolgen kann, Richter 6, einige Verse. Und da die Kinder Israel übeltaten, Richter 6, 1, übeltaten vor dem Herrn, gab sie der Herr unter die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und da der Midianiter Hand zu stark ward über Israel, machten die Kinder Israel für sich Klüfte in den Gebirgen und Höhlen und Festungen. Und wenn Israel etwas säte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Morgenlande herauf über sie und lagerten sich wider sie und verderbten das Gewächs auf dem Lande bis hinan gen Gaza und ließen nichts übrig von Nahrung in Israel, weder Schafe noch Ochsen noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und Hütten wie eine große Menge Heuschrecken. Vieh und Hütten, ja, heißt wahrscheinlich Vieh und Zelte. Wie Heuschrecken, dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, dass sie es verderbten. Also ward Israel sehr gering vor den Midianitern. Da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn. Als sie aber zu dem Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus dem Diensthause gebracht. Ich habe euch errettet von der Ägypter Hand und von der Hand aller, die euch drängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben. Und sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott, fürchtet nicht der Amoriter Götter, in deren Lande ihr wohnt. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter eine Eiche zu Ophra, die war des Joas, des Abies Ritters, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, dass er in Berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn solches alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und unter der Midianiter Hände gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Gehe hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erlösen aus der Midianiter Händen. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Mein Herr, womit soll ich Israel erlösen? Siehe, meine Freundschaft oder mein Vaterhaus, meine Familie ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen einzelnen Mann. Das ist eine sehr interessante Geschichte, eine sehr leichte Geschichte. Und sie beginnt ja auch mit dem Wort: Und Israel verkümmerte sehr. Israel verkümmerte sehr, wir haben es ja gerade gehört. Und wenn sie ein bisschen gesät haben, kam der Feind und hat immer wieder alles kaputt gemacht. Und die haben da natürlich sehr gelitten. Israel verkümmerte sehr. Und wenn wir daran denken, das ist gerade mal 200 Jahre nach dem Einzug ins verheißene Land. Sah also gar nicht gut aus. Israel verkümmerte sehr. Oder
in Richter 2, 14 heißt es ja, sie vermochten nicht mehr vor dem Feind zu bestehen. Obwohl ja Gott, wir haben das gerade gelesen, er hat ja gesagt, ich werde die Feinde alle vor euch her vertreiben. Das würde er machen, wenn sie ihm gehorchen würden. Aber jetzt, sie litten unter den Midianitern und Amalekiter. Richter 2,19, sie arteten immer wieder aus. Das war so ein Teufelskreis. Andauernd auf und ab, auf und ab. Sie arteten immer wieder aus. Das Alte kam durch, das Fleisch, die alte Natur. Und in Jeremia 38, 22, das habe ich hier dazugefügt, weil das ist ein interessanter Ausdruck, da heißt es nämlich, sie fuhren den Karren in den Dreck oder in den Schlamm. Ich meine, ist ja nicht gut, wenn das Auto in so einem tiefen Schlamm stecken bleibt. Das ist dann gar nicht schön. Oder auch in Jeremia 31, 22 nach der jüdischen Zunz-Übersetzung, wie lange, du abtrünnige Tochter, drehst du dich im Kreise? Immer im Kreis, monotoner Kreis, immer um sich selbst. Wie lange drehst du dich im Kreis? Und Richter 5, 2 heißt es auch, dass Israel immer wieder zügellos wurde. Zügellos. Zügellosigkeit, das wird auch in Verbindung gebracht mit der Geschichte, erinnert euch, wo Aaron ja das goldene Kalb gemacht hat. Da kommen wir dann auch drauf zurück. Ja, und dann heißt eben in Richter 6, 1 die Konsequenz, der Herr gab sie dahin. Das war also Gericht Gottes, dass es ihnen so schlecht ging. Und in Jeremia 5, 25 heißt es ja, das können wir hier auch anwenden, eure Missetaten haben dies gestört. Eure Missetaten haben dies gestört. Ich meine, das hat jetzt ziemlich negativ angefangen, aber wir machen da weiter. Gott hatte ja klar gesagt in 3. Mose 26, 1, ihr sollt euch keine Götzen machen und sollt euch kein geschnitztes Bild und keine Bildsäule aufrichten und keinen Stein mit Bildwerk sollt ihr in eurem Land setzen, um euch davor niederzubeugen, denn ich bin der Herr, nämlich Yahweh oder Yahweh, euer Gott, sagt Gott hier ganz klar. Und er hat auch gesagt, dass wenn sie in das Land kommen würden, sollten sie alles zerstören, was irgendwie mit Götzendienst zu tun hatte. Alles zerstören. Und Gott spricht ja hier oft, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Heiland oder keinen Retter. Ich habe die Rettung angekündigt, verwirklicht und hören lassen, spricht der Herr, ich bin Gott. Ich bin der Herr und sonst ist keiner außer mir. Außer mir ist kein Gott, auf das man wisse, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Ganz wichtig für Israel. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Gott eifert für seinen Namen, denn er ist der Einzige. Wir können auch da sagen, wenn wir da Israel anschauen, diese traurige Bilanz, diese armselige Situation, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir sind jetzt ja auch schon 50 Jahre in Brasilien. Ich bin 50 Jahre fast dort, 49 Jahre, nächstes Jahr wird es 50. Die Traut ist ja dort geboren, also die kann nicht sagen, sie ist 50 Jahre in Brasilien, die ist schon länger dort. Und manchmal schauen wir uns alte Bilder an, alte Bilder, das sind dann so richtige Zeitreisen, wo auch Missionare drauf sind, Freunde, Bekannte. Und dann denkt man ja dran, wie geht's dem heute? Und bei manchen Menschen gab es katastrophale Entwicklungen. Katastrophale Entwicklungen. Das hat vielleicht im Kleinen angefangen. Eine Entscheidung, nochmal eine falsche Entscheidung. Und so ging eins nach dem anderen. Und oft ist da nicht viel Schönes übrig geblieben. Unsere Entscheidungen, wir haben da Freiheit. Das ist unser Wille. Wir können uns da fürs Gute entscheiden oder eben auch fürs Schlechte. Ja, jetzt haben wir jetzt den ganzen Katalog hier durchgelesen und wie gesagt, das klingt ein bisschen negativ. Die Missetaten, das seht ihr ja hier, ne, wenn man vergisst, eine Pflanze zu wässern, vor allem Balkonpflanzen, ne, und die Sonne mal drauf strahlt, vor allem jetzt, vor ein paar Tagen war ja so ein starker Sonnentag, wenn man da nicht aufpasst, dann geht es kaputt. Und sie verkümmerten sehr. Das ist ein schönes Beispiel. Oder auch hier, ne, seht ihr hier das schöne dicke Sparschweinchen.
Und wenn das mal verkümmert, vielleicht in der Finanzkrise, oder auch um Israel darzustellen, sie sind ja total verarmt. Verarmt wegen den Feinden, die immer wieder eingefallen sind. Diese Dinge sind beispielhaft an ihnen geschehen. Lesen wir in 1. Korinther 10, 11. Um uns, über die das Ende der Zeiten gekommen ist, als Warnung zu dienen. Das Negative als Warnung, das Positive natürlich auch als Ermunterung, damit wir das kopieren, damit wir das nachmachen. Dieser Russe, also ich kenne ihn nicht, aber er hat ein gutes Zitat weitergegeben. Wenn der Mensch Gott verstoßen hat, so beugt er sich vor einem Götzen. Das sehen wir auch bei Israel, das ist passiert. Wenn der Mensch Gott verstoßen hat. Zum Beispiel haben wir hier eine sehr interessante Sache über die sogenannten Klimakleber. Und da schreibt der Reporter, es fühlt sich ein wenig nach Sekte an. Also stark religiös. Ja, das ist interessant. Wenn nämlich der Mensch Jesus nicht hat, dann setzt er sich mit missionarischem Eifer für irgendwas anderes ein. Das kann sogar das grüne Evangelium sein. Das ist einfach so. Oder hier ein altes Bild, als die Prinzessin Diane in England da an diesem Autounfall umgekommen ist, schon lange her. Da seht ihr, wie die Leute da Bilder hingemacht haben und Kerzen und Blumen. Das ist manchmal so richtig wie ein Altar. Oder auch hier, wenn wir das alles sehen, ich sage es mal so ungeschützt, wir kennen das ja von Brasilien, das ist für uns Götzendienst. Ja, auch die Maria als Statue da oben, das ist Götzendienst, wo man irgendwo von der biblischen Wahrheit abdriftet. Auch der moderne atheistische Darwinismus ist pseudowissenschaftlich getarnter Götzendienst. Damit man eben nicht den Schöpfer anbeten muss, hat man viele andere Dinge dazwischen geschoben und natürlich auch erfunden, ganz klar. Ja, das schöne Illustration, ich habe es ja gesagt, wenn der Karren im Schlamm steckt. So wurde Israels Situation von Gott definiert, im Schlamm stecken geblieben, durch eigene Schuld. Oder, wie gesagt, sich im Kreis drehen. Ich habe jetzt heute gelesen, ich habe da ein bisschen nachgeforscht, wollte ein schönes Bild finden von so einem Kreis. Das nennt sich also, wenn man die Reifen so richtig rauchen lässt, das nennt sich Burnout, wusste ich gar nicht. Burnout ist für mich immer was anderes gewesen. Aber das heißt auch Burnout, wenn man die Reifen so richtig rauchen lässt. Wenn ich das immer sehe bei Motorrädern oder Auto, also mir tut es weh, weil ich denke an die Reifen. Denn wir sind ja eigentlich sparsamere Leute, oder? Die Reifen werden da brutal abgenutzt. Aber ich sehe da, da ist also einer wie ein Irrer im Kreis gerast, im Kreis hin und her. Ja, und das war die Geschichte, die ich vorhin erwähnt habe. Darum habe ich da die Illustrationen reingemacht. Wo damals Aaron dem Volk die Zügel schießen ließ. Er hat sie einfach losgelassen. Und es war interessant, was der dem Mose gesagt hat, seinem Bruder. Und das ist eigentlich auch symptomatisch, wie wir uns manchmal rausreden wollen. Da antwortete ich ihnen, wer Goldschmuck hat, der reiße ihn von sich ab. Sie gaben es mir dann und ich warf es ins Feuer. Da kam dieses Stierbild heraus. Also von ganz alleine. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Du Mose, das war ganz komisch. Ich schmeiß die Sachen ins Feuer und da kommt ein Stierbild raus. Du, ich habe echt keine Schuld. Ich kann da nichts dafür. Der nahm sie von ihnen in Empfang, andere Stelle, bearbeitete das Gold mit dem Meißel. Oder in einer Gussform und machte ein gegossenes Kalb, ein Stierbild daraus. Da riefen sie, dies ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten hergeführt hat. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, zur Schadenfreude für ihre Feinde. Ich denke, das passiert ja auch heute in der westlichen Welt, wenn man dem Christentum den Rücken kehrt. Da wird das Volk zügellos. Und das ist dann nicht mehr zu halten. Da gibt es keine Einschränkungen mehr. Und wir merken das. Das ist eigentlich erschreckend. Und ich würde da schon verzweifeln, wenn ich nicht wüsste, dass es noch einen gibt, der drüber steht. Nämlich Gott. Er steht drüber. Er kann eingreifen. Und das war ja alles latent. Oder sagen wir mal, das war schon unterschwellig in Israel vorhanden. Unterschwellig. Habt ihr vom Haus Israel die 40 Jahre in der Wüste mir auch je Opfer und Vieh geopfert? Und ihr nahmt die Hütte Molochs,
mit und den Stern eures Gottes, Rempham, die Götzenbilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Das klingt aber gar nicht gut hier, was der Stephanus hier weitergibt in seiner Verteidigungsrede, kurz vor seinem Märtyrertod. Aha, das sagt er also, die haben da ihre ganzen Götzen mitgeschleppt. Das war also, das steckte in Israel drin, das haben die mitgenommen ins verheißene Land. Und dann ist es dort wieder aufgebrochen, weil sie wollten und konnten es nicht unter Kontrolle bringen. Ja, Moloch, dem Moloch wurden ja die Kinder lebendig verbrannt, wisst ihr ja. Ich habe mich an eine Geschichte erinnert, ist ein bisschen stark, aber ich möchte es trotzdem zeigen. Vor 10 Jahren war das in China, da hat man einen kleinen Bub, 2300 Gramm, aus einem WC-Abflussrohr gerettet. WC-Abflussrohr. Das war, für mich war das ein Wunder. Ein neugeborenes kleines Baby, weg mit dir. Und der hat überlebt. Und das haben die gehört, wie das Baby da geweint hat. Und dann haben die das Rohr abgeschnitten, haben sie ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte haben das dann auf dem Operationstisch aufgemacht. Und der kleine Bub, der hieß dann Nummer 59, weil er kam in den Brutkasten Nummer 59. Ist doch schrecklich, wenn wir jetzt daran denken, dass jedes Jahr Millionen abgetrieben werden. Hunderttausende in Deutschland, ich weiß nicht wie viel in der Schweiz, dem Moloch, dem freien Sex oder dem Individualismus oder man will keine Kinder, weil man frei zusammenleben will. Da ist ein Hund viel leichter, denn ein Kind ist eine lebenslängliche Bindung, da haben viele Leute Angst davor. Wir finden diese lebenslängliche Bindung mit unseren 7 Kindern super. Ja, wir finden das schön, Großfamilie, das ist was Wunderbares, das Beste, was es gibt. Ja, eure Missetaten haben dies gestört. Also müssen wir uns nochmal hinter die Ohren schreiben, Sünde befreit nicht, sie versklavt. Lass dir das als Warnung gesagt sein. Sünde befreit nicht, sie versklavt. Sie schadet uns, bringt uns oft auch dazu, dass wir im Glaubensleben stagnieren, dass wir nicht wachsen. Und manche haben gesagt, Stagnation, das ist in Wirklichkeit Rückgang. Dann verkümmern wir, denkt an Israel. Also die Sünde befreit nicht, sie versklavt. Ja, die erste Antwort Gottes, denn er hat ja eingegriffen, was war die erste Antwort Gottes? Das waren die angekündigten Konsequenzen des Ungehorsams, des Abfalls. Gott hat ja vieles auch im 5. Buch Mose erwähnt, vor allem im Kapitel 28 über den Fluch. Und das hat jetzt Israel persönlich erlebt, im Land der Verheißung, traurig, aber wahr. Das war die erste Antwort. Das war keine direkte Antwort, das war eine indirekte Antwort. Genau das, was Gott angekündigt hatte, das hat jetzt Israel durchgemacht. Die zweite Antwort, das war, dass Gott einen Propheten geschickt hat, einen Propheten. Und was hat der Prophet gesagt? So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus dem Diensthause gebracht und habe euch errettet von der Ägypterhand und von der Hand aller, die euch drängten und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott, fürchtet nicht der Amoriter Götter, in deren Land ihr wohnet und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Punkt, aus, vorbei. Was war das eigentlich für eine Botschaft? Alles bekannt. Das war nur eine Wiederholung der Tatsachen. Das war Wort Gottes. Der Prophet hat nichts anderes gesagt, als die Bibel zitiert. Das Wort Gottes, das war alles. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und dann hat ja Gott, er erwartet jetzt ja eigentlich, dass es irgendwie eine Änderung gibt, eine Willensentscheidung. Gott wartet ab. Aber Israel hat da in dem Sinn nicht positiv reagiert. Also das Erste, die Konsequenzen. Das Zweite war reines Wort Gottes. Und dann als Drittes, die dritte Antwort, Gott beruft und gebraucht Menschen. Gott lässt nicht locker. Ja, trotz dieser negativen Konsequenzen, Prophet Gottes. Und jetzt kommt der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, das ist was ganz Wunderbares. Da müssen wir uns ja oft fragen, wer war das? Dieser Engel des Herrn, diese Theophanie, diese Gotteserscheinung.
Wenn dieser besondere Ausdruck verwendet wird, ist damit oft der Herr Jesus gemeint. Es handelt sich dann um eine sogenannte Theophanie. Das ist eine Erscheinungsform Gottes. Überall, wo Gott sich offenbart, tut er das im Herrn Jesus. Da der Herr Jesus im Alten Testament noch nicht im Fleisch offenbart war, erscheint er dort in Gestalt eines Engels. Aus dem Zusammenhang muss dann ersichtlich werden, ob es sich tatsächlich um eine Erscheinung Gottes handelt oder doch nur um einen normalen Engel. So wird in 1. Mose 16 mehrmals der Engel des Herrn erwähnt. Der Zusammenhang macht klar, dass es dort um den Herrn selbst geht. Auch bei Abraham, plötzlich spricht ja der Engel in der Ich-Form. Oder bei Simson, dieser Vater, die fragen ja dann nach dem Namen dieses Engels und dann fragt er, warum fragt ihr? Er ist ja wunderbar. Rat, Ewigvater. Das sind ja Namen vom Herrn Jesus. Und das war dann diese Theophanie. Das im Fleisch geoffenbart, ich bin da nicht ganz zufrieden mit dieser Formulierung. Das heißt, dass er Jesus als Mensch kam. Das heißt aber nicht, dass diese Theophanien sich nicht irgendwie materialisiert haben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, weil als die drei Männer zu Abraham kamen, da hat er denen ja sogar was geschlachtet und die haben gegessen. Richtig Gemeinschaft gehabt. Das war eigentlich wunderbar. Ja, und dieser Gideon, der trischt ja hier im Verborgenen. Die Bibel sagt, der Engel des Herrn, der kommt. Der kommt. Ah, da haben wir auch noch eine gute Illustration. Entschuldigung, ich bin da ein bisschen, Manuskript und Illustrationen. Die Bibel ist schon gut, aber nicht genug, sagen viele Leute. Und deswegen haben wir oft zum Beispiel die Apokryphen in der Bibel, die einige Irrlehren belegen sollen, auch von der katholischen Kirche. Andere wollen mystische Erfahrungen, so mit dem Heiligen Geist und andere Dinge. Alle sagen, die Bibel ist schon gut, aber es ist einfach nicht genug. Wir brauchen mehr. Und das sagte auch dieser Mann, dieser Evangelist aus der Hölle, der war ja da in der Hölle, er kennt die Geschichte. Und dann sagt er plötzlich, du, ich habe noch 5 Brüder und ich will nicht, dass die auch an diesen Ort der Qual kommen. Und dann sagt er, kannst du nicht jemand hinschicken und ihnen Zeugnis geben, dass sie nicht hierher kommen? Da denken wir plötzlich, du, der Mann, das ist ja super, wie der sich um seine Brüder sorgt. Ich weiß gar nicht, warum das der in der Hölle ist. Da ist doch irgendwas falsch gelaufen. Und dann sagt Abraham, sie haben Moses und die Propheten. Mögen sie dieselben hören. Sie haben das Wort Gottes, das ist genug. Er aber sprach, jetzt kommt das Aber. Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Denken wir an Lazarus. Als Lazarus auferstanden ist, hat die religiöse Obrigkeit sich zusammengesetzt, dann haben sie beschlossen, Lazarus und Jesus zu töten. Habt ihr das schon mal gelesen in den Evangelien? Ja, das war so. Aber es gibt heute Leute, ihr wisst ja aus welchem Lager, die sagen, wir brauchen Manifestationen, wir brauchen Zeichen und Wunder. Und das Schönste wäre, wenn ein Toter auferstehen würde. Halleluja! Ihr kennt das alles. Aber die Bibel sagt hier genau das Gegenteil. Leute, passt auf mit diesen Tendenzen. Natürlich dürfen wir uns ausstrecken nach der Fülle des Heiligen Geistes. Ich werde am Sonntag über das Wirken des Heiligen Geistes im Leben des Christen sprechen. Ganz wichtig. Wir müssen das nicht irgendwie verstecken, der Heilige Geist. Wir brauchen ihn, ganz wichtig. Aber jetzt merkt ihr, warum ist der Mann in der Hölle? Weil er gesagt hat, die Bibel ist gut, aber es ist nicht genug. Und er war dem nicht gehorsam. Ja, die Bibel sagt, der Engel des Herrn kam und dann, keiner hat es gemerkt anscheinend, und dann hat er sich unter die Eiche in Ophra gesetzt. Auch interessant. Ich finde es so schön, diese Details in der Bibel. Das zeigt uns doch die Wahrhaftigkeit der Bibel. Es war ein ganz besonders großer grüner Baum. Die meisten Bibelübersetzungen lesen Eiche und da hat sich der Engel hingesetzt. Und dann ist immer noch nichts passiert. Irgendwie haben es die Leute nicht gemerkt. Und dann ist er dem Gideon begegnet. Der Gideon, der war ja in einer, wo war er, wo hat er denn den Weizen bearbeitet? Wer erinnert sich? In einer Kelter. Ihr wisst ja, eine Kelter, da macht man Traubensaft und danach Wein. In der Kelter werden die Trauben getreten. Und auf der Tenne
Da wird der Weizen von der Hülle getrennt. Ja, oder auch vom Unkraut, das leichter ist, wie der Flughafer. Also man schmeißt alles hoch und der Ruach, das ist ja der Geist, der trennt es dann, der Wind. Also man braucht unbedingt Wind. Aber der Gideon, der hat ja hier in dieser Tenne gearbeitet, in dieser Kälte, weil er sich versteckt hat vor den Midianitern und Amalekitern. Der wollte das nicht, dass sie ihn sehen. Vielleicht war sogar ein Dach drüber, um sich besser zu verstecken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der da drin und er hat nichts gemerkt. Also ich sage es mal so übertragen für uns, der war so in seiner ganz kleinen Welt. Seht ihr ja hier, ne? Eine ganz kleine Welt. Und bumm hat er draufgehauen auf den Weizen, um den zu trennen von der Schale. Und hat nichts gemerkt. Und wir merken auch, er war ganz schön verbittert, der junge Gideon. Denn wir merken ja, wo ihn der Engel angesprochen hat, dann fragt er ja, ja wo ist denn unser Gott? Und wo sind denn seine ganzen Wunder? Was sind denn das für Geschichten? Haben das unsere Väter erfunden? Oder hat Mose das erfunden? Ist das wirklich Wahrheit? Also er war ziemlich verbittert und arbeitet da drin. Und der Engel des Herrn ist ihm dann erschienen. In seiner kleinen Welt, in seinem kleinen verbitterten Alltag ist Gott ihm begegnet. Und ich denke, das brauchen wir doch immer wieder, dass Gott uns aus der Reserve holt. Denn der das Ohr gemacht hat und der den Mund gemacht hat, sollte der nicht reden. Und so spricht er auch immer wieder in unsere Realität. Und dann spricht er ja hier den Gideon in besonderer Weise an. Er sagt ja, geh, rette, ich habe dich gesandt. Er kommt da gleich, er fragt wo und warum. Ich weiß nicht, ob ihr das alte Lied kennt, das ist aus den 60er Jahren, ich bin extra nochmal ins Internet, habe nachgeschaut. Ein Loch ist im Eimer. Kennt ihr das? Das war übrigens ein Volkslied früher, wusste ich auch nicht. Ein Loch ist im Eimer, oh Henry, ne? Und dann gibt es noch den Karl Otto. Und die ganze Zeit, ja, und dann das, und dann klappt wieder das nicht. Dauernd Probleme. Zum Schluss, der Eimer sollte das Problem lösen, hat ein Loch im Eimer. So geht es vielen Leuten, ne? Das ist ein Ding ohne Ende. Also hier seht ihr ja eine richtige Tenne, die muss frei sein. Das ist die Tenne vom Arauna, das ist also eine Zeichnung. Da nach unten ist dann das alte Jerusalem, die Davidstadt. Ja, also da. Und auf dem kleinen Foto oben, da seht ihr die Davidstadt. Und ganz oben war diese Tenne von diesem Jebusiter, vom Arauna oder andere sagen Arafna. Und da haben die gearbeitet. So arbeitet man normal. Vielleicht war das auch irgendwo symbolhaft. So wie der Gideon in dieser Kälte schlecht gearbeitet hat. Ich denke, der konnte nicht gut die Sachen auseinanderbringen, weil der Wind hat gefehlt. So war auch die Situation in Israel. Diese Vermischung zwischen Gott und Baal. Dieses Hinken auf beiden Seiten. Diese Vermischung. Gott war ja sehr darauf bedacht, auf das Koschere, dass die Sachen immer rein waren. Und Israel hat so viele unreine Sachen mit reingebracht und das war für Gott sehr unangenehm und das hat Israel dann auch auf diesen schlimmen Punkt gebracht. Ja, wie Gott einen Menschen bewegt. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Komische Anrede. Streitbarer Held? Vielleicht gab es da Sachen aus der Vergangenheit, wer weiß. Hat Gideon doch schon einige interessante Erfahrungen mit Gott gemacht und Gott weist jetzt darauf hin. Erinnert euch, als David bereit war, dem Goliath zu begegnen, was hat er gesagt? So wie mir Gott gegen den Bären geholfen hat und gegen den Löwen, so wird er mir auch gegen diesen Heiden, diesen unbeschnittenen Heiden helfen. Das war so seine Logik und die ist aufgegangen. Gott hat mir in dem geholfen, dann in dem, es war ein bisschen mehr und dann beim Löwen und beim Bär und dann auch beim Goliath. Und später war er ja der Hirte von ganz Israel. Wer weiß, vielleicht war bei Gideon auch irgendwas da, du streitbarer Held. Außerdem war ja Gideon nicht irgendjemand. Vielleicht kennt ihr das aus Richter 8. Als Gideon dann in den Krieg zieht und dann den Feind besiegt, dann hat er ja diese zwei Midianiter-Könige gefangen, der eine hieß Sebach, der andere Zalmunna. Und dann fragt er die beiden, horch mal, erinnert ihr euch an die Männer, die ihr damals auf dem Tabor umgebracht habt?
Dann haben die beiden gesagt, ja, wir erinnern uns, die sahen genauso wie du aus, Königskinder. Und dann sagt der Gideon, hättet ihr die nicht umgebracht, denn das waren meine Brüder, würde ich euch jetzt nicht umbringen. Also ihr merkt, Gideon, obwohl er gesagt hat, er ist der Kleinste in seinem Stamm Manasse, aber da waren noch andere Sachen da, der Vater war auch einflussreich, wir merken das und Gott hat da auch angeknüpft. Gehe hin in dieser deiner Kraft. Gideon hatte dann zwar Bedenken, aber Gott sagt dann, siehe, ich habe dich gesandt, ich will mit dir sein. Und ich sage euch, so geht es ja auch jedem, der sich in Bewegung setzt. Viele warten irgendwie auf was Besonderes und wir sagen da immer so ganz naiv und einfach, ein Schiff kann man nur lenken, wenn es fährt, wenn es in Bewegung ist. Ein Schiff kann man nicht im Stand lenken. Wenn es sich in Bewegung setzt, dann schenkt Gott Gnade, er kann da auch korrigieren. Und übrigens ist es viel besser, jemanden zu bremsen, anstatt dauernd die Leute anzuschieben. Ja, lieber bremsen. Siehe, ich habe dich gesandt, ich will mit dir sein. Ein anderes kleines Detail, mit dem komme ich schon zum Schluss. Das sagt nämlich Gott im Vers 25 und 26, wo er dem Gideon sagt, er soll die ganzen Götzensachen abbrechen. Da sagt er, nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde. Für mich ist das immer ein Riesentrost. Gott kannte nicht nur den Gideon, er kannte sogar die Tiere im Haus dort. Den 7-jährigen Stier. Gott hat genau gewusst, der ist 7 Jahre alt. Und es ist der zweite, nicht der erste. Ist doch interessant. Also mich bewegt es sehr. Und ich denke, das alles hat dann auch im Herzen von Gideon gearbeitet, dass er gemerkt hat, Gott ist da. Ich kann ihm vertrauen und er hat sich dann in wunderbarer Weise gebrauchen lassen.